Hallo, mein Name ist Patrick. Willkommen bei uns im Geschäft. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Das macht auch keinen Sinn. Hallo, ich heiße Patrick. Ich freue mich sehr, Sie in unserem Geschäft zu begrüßen. Mein Name ist Torben. Ja, wir sind Ihr Kollegen und wir haben jetzt für unsere ganz speziellen Mitarbeiter, wie den Patrick, mal ein bisschen was aufgeschrieben, ja, damit du dich nicht immer so verhedderst bei der Ansprache mit den Kunden. Ne? Ja, ihr macht es aber nur noch komplizierter für mich. Meinst du, du kriegst das hin, wenn ich dir das schön aufschreibe, du Dödel? Oh, tut mir nicht weh. Ja. Ja, sonst wird das ja nie was. Konfetti, Konfetti, ich mach Konfetti. Hallo, mein Name ist Patrick und ich freue mich, dass Sie beiden hier bei uns in dem Laden, Moment, ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Nochmal. Hallo, willkommen. Schön, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Mein Name ist Patrick. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Das ist so eine neue Taktik von uns, von ganz oben. Ich vergesse dann immer den Schluss und weiß ich nicht, was am Anfang hinkommt. Ich bringe das immer durcheinander. Das macht mich immer nervös, wenn man so Sachen auswendig lernen muss. Ne? Dankeschön. Ich mache Konfetti für die Betriebsfeier. Schon den ganzen Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte mal eine Frage. Und zwar wollte ich wissen, ob man bei dem Fernseher da hinten seinen Laptop anschließen kann. Welchen meinen Sie? Ja, was alles nach Vorschrift hier, alles nach den Regeln hier. Ja? Der Schätzchen hat gesagt, du sollst mir nicht mehr wehtun vor den Kunden. Ne? Das war nur Spaß. Das war nur Spaß, Patrick. Wenn ich das dem Schätzchen sage, ist der Spaß. Teufel los. Spaß kennst du nur aus dem Fernsehen. Ja? Gar nicht. Ja, musst du googeln, Spaß. Ne? Kannst du mal Witz eingeben bei diesem Online-Lexikon? Ja. Ne? Hier dieses Online-Lexikon, wie heißt das noch? Wikipedia, da kannst du es mal eingeben. Es ist schon fast mehr. Das ist fast mehr als ein Online-Lexikon, weil es ist fast ein soziales Netzwerk. Da müssen die Leute selber die Beiträge schreiben. Der alte Lebemann wieder die ganze Nacht um die Ohren geschlagen mit Galileo-Wiederholungen, wa? Ja, du Teufelskerl. Ja, lustig. Haben Sie vielleicht eine Ahnung? Ja. Also wir müssen auch in den Fernseher da hinten an der. Der Fernseher ist eher nicht unser Fachmann, ist unser Plasma Rain Man. Ne? Plasma Patrick. Ja, genau. Plasma Patrick. Finde ich. Ja, genau. Aber es ist interessant, also dass wir überhaupt noch Fernseher verkaufen. Ne? Schätze mal, wie viel Prozent an deutschen Haushalten haben bereits einen Fernseher? Was glauben Sie? Bestimmt. Die meisten bestimmt. 70-80%. Weißt du? Hallo, ich mache den Job schon 10 Jahre. Ich habe eine ganze Menge verkauft. Ja? Ja, du warst da ganz vorne mit dabei. Ja, jetzt guck mal nach. Ich weiß nicht, es gibt genau eine Person, die keinen hat. Ja. Das sind tatsächlich 100%. Das ist wirklich 100%. Das ist wirklich abgefahren. Also, gut, jetzt guckst du mal, ne? Ja, ich guck mal, aber ich finde ihn nicht. Der ist hier, glaube ich, Ausstellungsstück. Im Fernsehen hat er Ahnung, ist alles in Ordnung, wenn Sie nicht so weiterkommen mit Worten. Ja? Dann würde ich Ihnen empfehlen, dann benutzen Sie diese Sprache, die Taubstumme. Taubstummsprache? Nee, das hat so ein. Redest du über mich? Nein. Mach mal weiter. Gebärdensprache, genau. Damit kommt er gut klar. Ne? Also ne? Händen und Füßen und so ein bisschen. Das ist unverhältnismäßig. Du bringst mich hier total wieder in eine blöde Situation beim Kunden. Das reicht mir jetzt. Pass auf, wenn ich euch 100 Euro gebe, dann bleibt ihr dann hier stehen und seid gleich Zeuge. Ich hole das Städtchen, ich gehe jetzt petzen. Ach komm, das ist ein bisschen unfair. Nee, du kannst ja jetzt nicht schon wieder zu. Nee, das reicht mir wirklich. Ihr bleibt kurz hier, ich hole den Chef. Dann seid ihr Zeuge, was er sagt. Ja. Du kriegst richtig Ärger vom Chef. Ja, gut, ich muss den kurz wieder einfangen. Ja? Eine Sekunde, ich berate euch gleich. Ja? Gut. Hallo, Patrick. Nein. Das ist doch Quatsch jetzt. Nein. Komm. Nein. Patrick. Nein.